nun endlich mal ein Liebeslied. Ihr wollt ein Liebeslied, okay, na dann bekommt ihr auch ein Liebeslied. Und ihr wollt wissen, für wen ich es schrieb. Es ist für meine Meinungsmacher, Radio, Fernsehzeitung, die ich lieb. Für diese Huren allermächtigen, die mich im Auftrage derselbigen der Ketzerei verdächtigen. Ihr seid die Inquisition der Nation, der wir inne wohnen. Und Volksverblödung rettet euren Thron, denn ihr verbrennt die Wahrheit systematisch. Ihr nennt es Meinungsfreiheit, dabei tötet ihr die Wahrheit blind fanatisch, indem ihr sie einfach verschleiert. Wissentlich verfälscht und euch an eurer Arroganz selbst feiert. Ihr müsstet euch in Grund und Boden schämen. Wie könnt ihr lügen und betrügen und dabei noch in den Spiegel sehen? There's no business like show business. Massenverdummung, so ist es. Was scheinbar niemanden erschüttert. Die Masse frisst die Scheiße, wenn man sie nur noch mit Scheiße füttert. Und deshalb ist für mich nur einer schuld. Derjenige, der dieses Futter anrührt mit viel Spucke und Geduld. Mit all den wertlosen Zutaten. Für alle wehrlosen, wertelosen, konsumgeilen Soldaten. Wir hören auf Lumpen und Verbrecher. Die skrupellosen Giftmischer füllen täglich unsere Becher. Und wir Idioten trinken schön brav aus. Solange wir das machen, leben die da oben satt in Saus und Braus. Es geht wie immer nur um Interessen. Die Großen werden immer fetter und die Kleinen werden stur gefressen. Doch etwas Wichtiges habt ihr vergessen. Die Dummheit, die ihr heute seht, wird aufgehen und euch morgen selber stressen. Ihr haltet euch für furchtbar klug. Ihr seid so dumm, dass ihr nicht mal bemerkt den Suiziden, Selbstbetrug in euren Marketingabteilungen. Da wimmelt es von Kohlegeiern ohne Hoffnung auf Heilung. Denn das, was zählt, sind nur die Einschaltquoten. Statt Wertevermittlung Werbeeinnahmen für Konsumidioten. Ich kann's schon lange nicht mehr hören, wenn alle Sender nur das Beste spielen vom Besten und das Beste schwören. Und selbstverständlich ist es super, mit super tollen, super Hits und super nettem Super Trooper. Was niemals fehlen darf, ist Klatsch und Ratsch mit oberflächlichen Berichten über Prominenz und Superstars von all den Schönen und Reichen. Man lässt den kleinen Mann in Träumen baden, geht gern über Leichen. Herzlich willkommen im Lester TV. Das Lester Opfer interessiert keine Sau. Der Lester König hält sich auch noch für schlau. Bekommt den Lester Preis für seinen Scheiß. Bow wow wow. Anstatt geredet wird geschossen. Ja, heute strömt das Blut in Strömen, früher ist es nur geflossen. Wie man Probleme löst, lernt jedes Kind. Man nimmt die Knarre, sagt als Maul, schlägt dazu und sagt der Typ, der spielt. Der Amoklauf beginnt im Kopf. Doch dieser wurde jahrelang mit Blödsinn, Stumpf, dem Schwarzen vollgestopft. Ist es doch Aufgabe des Staates, sein Volk zu schützen vor der Volksverdummung, Volksverblödung gratis. Heute jagt doch jeder jeden Terrorist. Doch bildest du dir deine Meinung, weißt du, dass das Medienterror ist. So werden wir ein Volk der Lästerer, wo jeder jeden denunziert und keiner wirklich weiß, was gestern war. Für Kohle darf man alles machen. Zum Mampelmann, zum Asozialen, nur zum Spaß, Hauptsache lachen. In erster Linie geht's ums Geld verdienen. Die Mittel fern jeder Moral und aller Werte sind dann legitim. Denn was hier zählt, ist nur der Umsatz. Dem Hans ist es egal und darum wird aus Hänsel nur ein Dummbatz. Ein dummer Junge und Charakterkrüppel. Gezüchtet von den Geisteskillern, täglich traktiert mit dem Medienknüppel. Ihr fordert hier jetzt eine Auszeit. Doch die Auszeit fällt aus, weil Juno es herausschreit. Television, the drug of the nation. Reading ignorance and teaching radio. Television, the drug of the nation. Reading ignorance and teaching radiation. Ich werde euch jetzt an einem Beispiel erklären, wie du und ich und wir und jeder von den Medien verarscht werden. Jeder von euch hat doch ein Radio. Mit euren Lieblingssender, Lieblingsmoderator, Lieblingshits und so. Habt ihr euch mal gefragt, wenn jeder spielt? Es ist doch komisch, es sind immer nur die gleichen Künstler von so vielen. Dann googelt doch mal unter Radiocharts. Die Top 100 runterscrollen, rechte Seite und dann merkt ihr was. Huch, es ist wie ein Fluch, wenn ich das such, hab ich nur Sony, Warner, Universal, EMI zu Besuch. Und sowas nennen sie Chancengleichheit. Sie spielen dich erst ab Top 50 der Charts, was für eine Frechheit. Doch hast du so wie ich dein eigenes Label, dann kriegst du nie eine Chance, die großen Labels sitzen eh am längeren Hebel. Sie schmieren und bezahlen die Redaktion. Durch die Etagen aller Radiostationen zieht sich die Korruption. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Denn nie gespielt bedeutet unbekannt und schon beginnt der Affentanz. Keine Charts, kein Radio, keine Charts. Sie spielen dich nicht, weil du nicht gespielt wirst. Ups, das war's. Dazu passt du nicht ins Format. Format. In das Format, hä? Welches Format? Vom Kopfsalat? Dass alle Deppen hören nur das gleiche Format. Dass ich hör zu und sag nur Ja und Damen Format. Das Schalala, wunderbar, bloß nicht denken Format. Das bloß nicht kritisch hinterfragen, niemals klagen Format. Dass ich liebe euch ja alle, Kriecher Schleimer Format. Das rosa-rote Brille, Putztuch, Wegschau, Wecker Format. Das Format zum Quadrat, die Wurzel daraus Format. Das wollte ich, du bist jetzt im Radio, nun grüß mal Format. Das I want you, need you, like you, love you, schnulzen Format. Das pass auf, was du sagst und bitte lächeln Format. Das gib doch bitte deine Eier ab am Eingang Format. Das mit den Spielzeug-Marionetten ohne Rückhalt Format. Doch gerade weil ich meine Eier lieber gern bei mir hab, scheiß ich ja vor euch, eure Chefs unter Feuer. Format. Fuck all you, fuck all you, you know, you know, you know. Jetzt wisst ihr da draußen, was ihr wirklich, abgeht. Im gottverdammten Showgeschäft, in dem die eine Hälfte lügt, die andere Hälfte blufft. Warum jetzt ihr Rebellum niemals in den großen Radiosendern niemals Fernsehen seht. Fuck all you.
Seit 17 Jahren brenne ich mit meinen Texten auf dem Scheiterhaufen der Ignoranz. 17 Jahre gezündet und entfacht von den sogenannten freien Medien unter dem Deckmantel der sogenannten Meinungsfreiheit. 17 Jahre. Eure Absagen an meine Texte sind für mich die absolute Bestätigung, das Richtige gesagt zu haben. Ja. Das Richtige getan zu haben. Ja. Bis in die Ewigkeit. Ja. Bis in die Ewigkeit. Oder wie Giordano Bruno sagen würde: Ihr zittert mehr als ich vor eurem Urteil. Wem nützt deine Meinungsfreiheit, wenn man nicht nach seiner Meinung handeln kann und darf? Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Was bedeutet heute Demokratie? Hä? Du kannst halt alles sagen, doch du änderst es nie. This is not a love song. Das war mein einziges Liebeslied auf diesem Album. Fuck euer, würde Tupac sagen. Pack. Der Tag der Wahrheit wird kommen. Juno, der Vagabund des Geistes, Juno. Und Cerebellum for Life. Im Wahrheitsrausch. Ihr könnt mich alle mal.